Hallo Freunde und willkommen zurück bei Assassin's Creed Revelations. Wir sind hier wieder als Ezio Auditore unterwegs, der inzwischen ein wenig in die Jahre gekommen ist, könnte man sagen. Naja, auf jeden Fall geht's jetzt hier weiter. Nicht so, wie ich das vorhatte. Aber besser gesagt, es klappt nicht so, wie ich das vorhatte. Na gut. Dann eben nicht, dann gehen wir halt hierher. Das ist auch wieder so ein Bombenverkäufer. Die Bomben setze ich wahrscheinlich viel zu wenig ein, aber um ehrlich zu sein, ich brauche sie auch nicht wirklich. So. Ach, Ezio, was machst du? Hopp. So. Okay. Da ist wieder so ein Fragment. Zack, das nehmen wir mit. Runter! Ich mache keine Späße! Wir auch nicht. Tschüss. Den haben wir einfach mal so. Hey, verdammt! Huch! Da war er weg. Klatsch. So. Können wir wieder übersegeln. So. Wieder auf die andere Seite geschippert. Okay, und weiter geht's. Nein, wir halten uns nicht für eine Bergziege. Was fällt dem denn ein? Zeichnet er uns als Bergziege? Frechheit. Zack. Hopp. So. Ihr habt hier nichts zu schaffen. Fort mit euch! So. Juhu. Hoppa. Ihr hättet Tänzer werden. Sajin Auditore. Hoppa. In der Stadt erzählt man sich, ihr verließet uns. Bleibt nichts, was ich tue, geheim? Keine Sorge, Bruder. Der Kapitän eures Schiffs ist ein Freund. Doch jetzt geht erst einmal keiner von euch irgendwohin. Die Janitscharen schlossen die Sperrkette am Eingang des Halitsch und riegelten die Stadt ab bis zu eurer Ergreifung. Sie spannten die Kette für mich? Wir werden später feiern. Hier. Ich habe etwas für euch. Vorsicht. Bombe. Es ist 50 Mal stärker als unsere normalen Bomben. Wow. Niemand mit den Klingen töten? Nee, ich weiß, was zu tun ist. Die Spannung ist greifbar. Yusuf wartet. Un favore. Ja. Es gibt da eine Frau mit einem Buchladen am alten Polo-Handelsposten. Sophia. Passt auf sie auf. Sie ist eine außergewöhnliche Frau. Ihr habt mein Wort. Ruft eure Männer. Das hier wird Aufsehen erregen. Das kann lustig werden, wenn ich es denn schaffe, die Dinger einzusetzen. Warte, warte, was?
Schauen wir mal. Hab ich euch nicht schon mal gesehen? Haltet ihn! Das war! Na, wie setze ich denn jetzt diese dämliche Bombe ein? Hallo? Ach, was soll's. Ich hab ihn aus den Augen verloren. Boah! Ja, das war's. Wieso kann ich. Ich schaff's nicht, die Bomben einzusetzen. Was ist denn da los? Der nimmt immer diese Klingen. Ist ja gar nicht mal schlecht, aber. Was mache ich denn falsch? Warte mal. Wie ging das mit der Bombe? Die Schritte stimmen alle nicht. Okay. Geht euren Beruf nicht auf. Ich weiß jetzt, wie es mit der Bombe ging. Das weh. Das tut weh. Dann gehen wir nochmal sterben. Das ist ein komischer Mann. Damit wir die Bombe wieder haben, ich weiß nicht mehr, wie ich die einsetze. Wahrscheinlich habt ihr auch schon geschrieben. Würde mich nicht wundern. Wo ist der? Boah, ich komme jetzt einfach so hier hoch. Und tschüss. Und diesmal schaffen wir es uns festzuhalten. Okay, ich lass mich fallen. Tschüss. Puff! Autsch. Okay, ich weiß, wie man die Bombe einsetzt. Haben wir sie? Was habe ich getan? Vergebt mir, bitte. Geht vor. Kommt mal mit. Schauen, ob es funktioniert. Die erstmal ablenken. Ein Spanier vielleicht. Ich wollte schon sagen, was ist denn jetzt los? Ah, hier ist die Kette. Wenn ich dich kriege, weide ich dich aus. Lass mal los. Auseinander! Los! Wir sollen keinen mit der Klinge töten. Hier ist er! Dann verhauen wir die auch einfach. Hallo! Itzio, verdammt, was? Also. Manchmal ist es ein bisschen merkwürdig, finde ich. Ah! Dafür wirst du sterben! Habt das jetzt? Wir haben ein Bein! Das bezahlst du mir! Jetzt werf doch diese... Ach, wisst ihr was? Das ist mir jetzt zu blöd. Außerdem dauert es sogar noch Jahre.
haltet ihm ein Bein! Los, rennt verdammt nochmal! Dich hängen wir am nächsten Pfahl auf! Boah! Jetzt! Au! Stirb! Verdammt, ey! Danke. So. Wir haben ja kein... Aha. Wir haben ja keinen mit der Klinge getötet. Noch oh. Ein Söldner. Jetzt schon. Die Schiffe sind bewaffnet. Sie wollen euer Schiff aufhalten. Ihr kümmert euch darum. Wir säubern die Docks. Zack. Da sind wir tot. Naja. Mal gucken, wo wir jetzt weitermachen dürfen. Die Schiffe sind bewaffnet. Sie wollen euer Schiff aufhalten. Ihr kümmert euch darum. Wir Falsche Seite. Komm hoch. Ah, griechisches Feuer. Ich mag die Art, wie ihr denkt, Ezio. Boah, hallo? Nach oben. Die Steuerung hier ist aber richtig für den Arsch. Ja, ey, was ist denn das? Kann man das Waffenrad nicht benutzen? Boah. Alter, die Steuerung an dem Ding ist richtig für den Arsch. Ganz ehrlich. Geht aber gar nicht. Heieieiei. Du wirst nicht weit kommen. Schauen wir mal. Die Schiffe sind bewaffnet. Sie wollen euer Schiff aufhalten. Ihr kümmert euch darum. Oh, jetzt... So. Wie können die Schiffe feuern, wenn da kein Personal mehr drauf ist?
Das hier noch. So. Bitte. Wow. Und jetzt? Autsch! Oh oh! Oh, meine Güte! So, komm, hopp! Ups! Nein, er kriegt uns nicht. Das war nicht gerade sehr subtil. Sie verzeiht die Verspätung. Wir haben es geschafft. Nachdem wir den ganzen Hafen hier in Brand gesteckt haben, mal gestorben sind, haben wir es geschafft. Ja, niemand mit der Klinge töten, mal kommen. Erinnerung 6 beendet. Und uns fehlt immer noch ein Schlüssel, den die Templer haben. Wie gewonnen, so zerronnen. Du weißt doch etwas, oder? Du weißt, was da draußen ist. Ich habe eine Idee, ja. Komm schon, Bill. Du machst keine halben Sachen. Was glaubst du, finden wir? Mit etwas Glück noch einen Schatz. Mit sehr viel Glück. Etwas, das diesen verdammten Krieg beendet. Das ist mir zu hoch, Bill. Hör zu, Sean. Ich weiß wirklich nicht, was wir finden werden. Aber was es auch sein mag, die Templer dürfen es nicht haben. Okay. Schnell, mal gucken. Ich schätze mal, wir sind jetzt hier auf der Animus-Insel. Jo. Bereust du etwas, Desmond? Zum Beispiel? Das Ausreißen, deine Eltern zu verlassen, einen Scheißjob zu machen und so zu tun, als wärst du produktiv? Wie ist es, wenn man sich sein ganzes Leben vor schweren Entscheidungen drückt? Ach komm. Klar, du bist ein Assassine. Aber es war nicht deine Wahl. Worauf willst du hinaus? Ich will wissen, ob du etwas bereust. Sicher. Ich wünschte, ich hätte mehr Geduld mit meinen Eltern gehabt. Ihnen mehr zugehört. Und Lucy. Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn ich... Ich weiß es nicht. Dankeschön. Wofür? Für etwas Vernunft. Der Typ soll aufhören, immer abzuhauen. Na gut, Freunde, aber das war's für diesen Part. Sean, geht es dir gut? Klar, ja, ja, alles gut, ja. Wir sind Assassinen, oder sind wir das nicht? Warum sollten wir überrascht sein, wenn dann und wann einer von uns stirbt? Jeder Tod ist eine Tragödie. Für irgendjemand, irgendwo. Was ich gerne wüsste, ist Desmond den ganzen Ärger wert? Was ist er? Ist er der Auserwählte? Ist es das? Little Jimmy Special oder sowas Bescheuertes? Ich glaube nicht. Aber was er hat, ist selten. Seine Gene enthalten hohe Konzentrationen der DNA der ersten Zivilisation. Nur einer von 10 Millionen hat so viel Glück. Ah, der Sicker-Effekt. Gehört das dazu? Ich glaube schon. Ich wünschte, wir hätten früher von seiner Gabe gewusst. Aber die Templer merkten es vor uns. Und sie fanden ihn zuerst. Bis dann, Freunde, der Part ist zu Ende und ciao!